treffe mich heute wieder mit Rebecca von Aqua & Soul und wir machen ein paar Übungen an Land zur Vorbereitung auf meinen Schwimmkurs. Rebecca? Rebecca? Hallo Lisa! Hallo! Hallo Kinder! Sag mal Rebecca, was machen wir denn jetzt? Lisa, wir fangen heute mit Atmen an. Ich habe vorher gesehen, du hast schon richtig tief ein- und ausgeatmet. Du nimmst die Hände nach vorne und nach oben den Atem kommen lassen. Strecken und beim Ausatmen sagen wir Hallo. Und nochmal, Lisa. Die Hände nach oben, Atem kommen lassen. Hallo. Ach, jetzt habe ich schon so viel gute Luft im Bauch. Prima. Und was machen wir jetzt? Lisa, jetzt können wir noch ein Aufwärmspiel machen. Und das Aufwärmspiel wird von folgenden Worten begleitet. Hör mal gut zu. Ich bin klein, ich bin groß. Ich lasse meine Hände los. Auf die Plätze, fertig, los! Und dann feste am Platz rennen. Rennen! Und das war's schon? Nein, jetzt machen wir das Ganze mit den Worten, mit den Händen und mit den Füßen. Okay, ich schau zu. Gut, wir fangen mal an. Ich bin klein. Rebecca? Hallo. Wo bist du? Ich bin groß. Strecken. Ich lasse meine Hände los. Die Hände aneinander klatschen. Als nächstes überkreuzen wir die Hände. Klatschen, überkreuzen. Auf die Plätze, fertig, los. Und Lisa, fest rennen. Rennen. Und jetzt will ich das Ganze aber nochmal machen, Rebecca. Also nochmal. Nochmal von vorne, Lisa. Ich bin klein. Hallo? Ist da jemand? Ich bin groß. Ich lasse meine Hände los. Auf die Plätze. Fertig. Los! Und rennen, Lisa! Ja. Feste, feste, strampeln, stampfen! Auf der Stelle! Stella! Noch schneller! Wow! Das war ganz schön schnell! Und jetzt begeben wir uns ins Erdreich zum Maulwurf! Wir sind jetzt im dunklen Erdreich. Es duftet nach schöner, warmer Erde und wir sind Maulwürfe. Lisa, wir graben uns wie Maulwürfe durch die Erde. Mit den Händen eintauchen in die Erde und ziehen nach hinten. Oh, ist das tief und dunkel hier unten. Lisa, ich versuche mich langsam nach oben zu graben. Mit unseren Grabeschaufeln graben wir nacheinander uns durch die Erde hindurch. Boah. Mit den Handflächen, mit den Grabehänden des Maulwurfs können wir uns nach hinten ziehen. Und Lisa, ich glaube, ich komme langsam an die Oberfläche, aber die Erde wird hier noch ein bisschen dunkler und dichter. Und der Maulwurf nimmt jetzt beide Schaufeln. Beide. Nach vorne strecken und schaufeln. Nach vorne strecken und schaufeln. Der Maulwurf, der schaufelt und kann beim Schaufeln seine Schaufelhände beobachten. Und strecken und schaufeln und strecken und schaufeln. Und die Erde, die wird immer dichter und dunkler und der Maulwurf strengt sich ganz voll an. Und er schaufelt sich durch die lecker duftende Erde hindurch.
Und noch ein paar Mal. Ich spüre, die Erde wird wieder weich und ein bisschen wärmer von der Sonne. Und plopp. Der Maulwurf ist oben angekommen und er riecht die sommerlichen Düfte. Und oh, da ist ein See. Ich sehe einen Frosch. Lisa, ich sehe den Frosch auch. Und der Frosch, der macht einen riesen Satz ins Wasser. Flatsch. Lisa, der Frosch, der bewegt sich durchs Wasser und blitzt nach vorne. Oh, der streckt sich und baggert das Wasser vor seinen Augen nach hinten und streckt sich. Ach, und es ist so schön für den Frosch, wie das Wasser an ihm vorbeirauscht. Es ist so schön weich, das Wasser. Und der Frosch, der streckt sich nochmal nach vorne und zieht das Wasser nach hinten. Und strecken und ziehen. Ja. Und Rebecca, das sind jetzt auch die Armbewegungen, die ich dann auch beim Schwimmen machen muss, so wie der Frosch. Richtig, Lisa. Wenn du diese Armbewegungen im Wasser machst, dann wirst du eine ganz tolle Schwimmerin. Okay, Rebecca, vielleicht kannst du noch mal nach vorne kommen und mir das zeigen mit meinen Händen. Ich komme zu dir nach vorne, Lisa. So, Lisa, ich nehme deine Hände und baggern und strecken. Und baggern und strecken. Streck nach vorne, streck durchs Wasser. Und baggern und strecken. Durchs Wasser. Und nach vorne und lang. Das macht Spaß. Lisa, fantastisch. Da kannst du noch ein paar Mal zu Hause üben. Das mache ich. Ja. Zeig doch mal deine Hand. Zeig mal. Au, Lisa. Lisa, beiß mich einfach in die Hände. Ich muss doch mit diesen Händen schwimmen können. Entschuldigung. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss, Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lisa. Tschüss.